Deutschlands und ich werde euch jetzt innerhalb von 5 Minuten das Transsexuellengesetz in Deutschland vorstellen und erklären, warum ich das ziemlich scheiße finde. Vorab vielleicht die Frage, was ist Transsexualität? Transsexualität oder besser Transidentität, das Ganze hat nämlich eigentlich nichts mit Sexualität zu tun, bedeutet, dass sich eine Person nicht mit dem ihr bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren kann. In meinem Fall heißt das zum Beispiel, dass ich als biologisch weiblich geboren wurde, dann aber im Laufe meines Lebens gemerkt habe, dass ich eigentlich männlich bin. Seit 2018, also noch gar nicht so lange, wird Transidentität von der WHO offiziell nicht mehr als psychische Störung eingestuft. Stattdessen heißt das Ganze jetzt geschlechtliche Inkongruenz. Aber obwohl es keine Krankheit ist, brauchen viele Transmenschen trotzdem verschiedene medizinische Behandlungen, weil sie sonst unter einem extremen Leidensdruck stehen. Diesen Leidensdruck nennt man Geschlechtsdysphorie und den Prozess, den man durchläuft, um endlich als das richtige Geschlecht leben zu können, nennt man Transition. Und dieser Weg kann wirklich für jede Person anders aussehen. Dazu zählen zum einen, wie schon erwähnt, medizinische Veränderungen. Ich will zum Beispiel eine Hormontherapie und geschlechtsangleichende OPs machen. Aber auch scheinbar ganz kleine Dinge, wie zum Beispiel die Änderung des Vornamens und des Geschlechtseintrags auf dem Papier. Und letzteres regelt in Deutschland das Transsexuellengesetz, kurz TSG. Das wurde 1980 verabschiedet, also vor 40 Jahren. Dieses Gesetz ist doppelt so alt wie ich und soll alle bürokratischen Änderungen regeln, die bei Transpersonen ebenso anstehen. Und wie dieser Prozess im Rahmen des TSG abläuft, erkläre ich euch am einfachsten anhand meiner eigenen Erfahrungen. Ich stecke da nämlich gerade mittendrin. Das Ganze fängt erstmal damit an, dass man selbst einen Antrag bei seinem zuständigen Amtsgericht stellt. Diesen Antrag habe ich im Februar diesen Jahres abgeschickt. Daraufhin musste ich erstmal eine Anzahlung von so 200 Euro machen und dann habe ich 2 Gutachter zugeteilt bekommen. Man braucht nämlich für die Vornamens- und Personenstandsänderung 2 voneinander unabhängige psychologische Gutachten, die folgende Fragen beantworten. Erstens, du stehst unter dem Zwang, als das andere Geschlecht zu leben. Zweitens, dieser Zwang besteht seit mindestens 3 Jahren. Und drittens, das alles wird sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr ändern. Und anhand dieser Gutachten entscheidet das Gericht dann letztendlich, ob die Änderung genehmigt wird. Man darf bei seinem Antrag auch Wünsche für GutachterInnen angeben. Einer meiner Gutachter ist zum Beispiel auch mein Therapeut, was das Ganze natürlich ein bisschen einfacher macht, weil der mich halt schon kennt. Diese GutachterInnen werden dann vom Gericht beauftragt. Dafür darf man dann nochmal ganz schön viel Geld hinblättern. Bei mir waren das 1400 Euro, die ich überweisen musste, bevor ich die Termine mit meinen Gutachtern ausmachen konnte. Ich habe bzw. hatte mit jedem Gutachter nur einen Termin. Ich habe aber auch schon von Leuten gehört, dass sie mehrmals da waren. Das ist unterschiedlich. Den Termin mit meinem ersten Gutachter hatte ich erst vor kurzem. Den kannte ich noch gar nicht, aber der wollte zum Beispiel im Voraus schon ganz viele Unterlagen und Lebensläufe und Fotos von mir haben, damit er sich quasi ein bisschen vorbereiten kann. Das Gespräch hat so 2-3 Stunden gedauert und ich musste einfach ganz viel über meine Lebensgeschichte erzählen, über meine Entwicklung und das natürlich alles in Bezug auf meine Transidentität. Insgesamt würde ich sagen, dass ich ziemliches Glück mit meinen Gutachtern hatte. Also ich habe die Gutachten noch nicht, aber der erste war auf jeden Fall total nett. Der zweite Termin steht jetzt erst in ein paar Wochen an, aber der ist wie gesagt bei meinem regulären Therapeuten, den ich schon kenne, weshalb ich da relativ entspannt rangehen kann. Ich habe da aber auch schon ganz andere Stories gehört von Gutachtern, die total unangenehm und respektlos waren, vor denen man sich die ganze Zeit nur rechtfertigen musste. Das ist leider ziemliche Glückssache. Und genau das ist das Problem, was ich und auch viele andere Menschen mit diesem Gesetz haben. Letztendlich steht man durch die Begutachtung immer unter dem Zwang, sich irgendwie zu rechtfertigen und zu beweisen, dass man auch wirklich trans ist. So ein bisschen nach dem Motto, theoretisch hast du zwar das Recht, so zu leben, wie du willst, aber beweis uns doch bitte erstmal, dass es auch wirklich nicht anders geht. Es wird sozusagen ein richtiger Weg, trans zu sein, vorgeschrieben. Dabei haben Transpersonen natürlich ganz unterschiedliche Erlebnisse und vor allem kann niemand außer einem selbst die eigene Geschlechtsidentität beurteilen. Natürlich kann ich versuchen, meinem Gutachter innerhalb von 2-3 Stunden zu erklären, wie ich mich fühle und wenn ich Glück habe, überzeugt ihn das auch. Aber ich kann halt auch genauso gut Pech haben. Schlussendlich können diese GutachterInnen nie nachfühlen, wie es Transpersonen geht. Und vor allem hängt das ja auch ein bisschen davon ab, wie gut man sich ausdrücken kann. Ich persönlich habe zwar nicht so ein großes Problem, diese ganzen Sachen in Worte zu fassen und auch offen über intimere Dinge zu reden, aber vielen geht es da ganz anders. Und selbst wenn meine Erfahrung bisher eher positiv war, ist es schon ganz schön abgefuckt, dass ich erstmal 3 Stunden mit einem wildfremden alten Mann über meine ganze Lebensgeschichte, meine Genitalien, mein Sexleben und alles Mögliche reden muss, nur damit mir vom Gericht erlaubt wird, so zu leben, wie es für mich richtig ist. Und in dem Fall gibt es ja noch nicht mal eine Schweigepflicht. Das steht dann ja alles im Gutachten. Die Gutachten gehen übrigens zuerst direkt ans Gericht und erst dann bekomme ich meine Kopie. Das heißt, ich weiß erstmal gar nicht, was genau die jetzt über mich wissen. Das kann sich für viele Leute schon sehr demütigend anfühlen. Und es geht hier ja erstmal gar nicht um irgendwelche unumkehrbaren medizinischen Schritte, bei denen man sich vorher vielleicht schon ein paar Gedanken machen sollte. Es geht nur um die Änderung deines Namens und Geschlechtseintrags auf dem Papier. Der größte Kritikpunkt am TSG ist also, dass es das Recht auf Selbstbestimmung verletzt, weil letztendlich die GutachterInnen und das Gericht über diesen extrem großen Teil deines Lebens bestimmen. Die entscheiden, ob ich so leben darf, wie ich nicht nur will, sondern vor allem auch muss. Denn in meinem Fall kann ich ganz klar sagen, ich lebe entweder als Mann weiter oder gar nicht. Alles andere könnte ich psychisch nicht. Und so geht es leider vielen Menschen in meiner Situation. Ein weiteres Problem ist, dass dieses ganze Verfahren, wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, extrem teuer ist. Ich habe bisher 1600 Euro gezahlt und
Das ist schon ganz schön heftig. Ich bin Student. Es gibt in manchen Fällen die Möglichkeit, Prozesskostenhilfe zu beantragen. Da gibt es aber genaue Vorgaben und das ist auch alles nicht so einfach. Und ansonsten musst du halt mal eben so 1.000-2.000 Euro parat haben für eine möglicherweise lebensnotwendige Änderung. Man kann sich, glaube ich, denken, dass das für viele schwierig ist. Außerdem dauert dieser Prozess mindestens mal ein halbes Jahr. Das kann aber auch viel länger sein. Wie gesagt, ich habe meinen Antrag im Februar gestellt und das wird locker noch ein paar Monate dauern. Und ja, je nachdem, wie das mit Terminen aussieht oder was sonst noch so dazwischen kommt, kann sich das in manchen Fällen auch mal über 1,5 Jahre ziehen. Was ich auch, gelinde gesagt, nicht so gut finde, ist, dass während des gesamten Prozesses überall noch der alte Name und so verwendet wird. Das heißt, in jedem Brief, den ich in Bezug auf meine Vornamens- und Personenstandsänderung vom Amtsgericht bekomme, steht noch Frau, Geburtsname Nikolaus. Das ist, denke ich mal, einfach ein Bürokratieproblem. Aber diesen ganz grundlegenden Wunsch, mit welchem Namen oder welcher Anrede man angesprochen werden will, so zu missachten, finde ich extrem respektlos. Und in dem Fall ist ja ganz klar, dass ich nicht Frau Nikolaus genannt werden will. Es geht ja genau um diese Änderung und ich sehe keinen Grund, warum die mich nicht jetzt schon richtig ansprechen können. Also ich würde ja verstehen, wenn der alte Name noch irgendwo draufstehen müsste, damit man es halt zuordnen kann. Aber man muss mich doch nicht konsequent als Frau ansprechen, wenn so offensichtlich ist, dass ich genau das nicht will. Oh. Also abschließend zusammengefasst ist das TSG einfach diskriminierend, weil es das Selbstbestimmungsrecht von Transmenschen missachtet, weil es zu teuer ist und weil es die Identität von Betroffenen nicht wirklich respektiert. In der ganzen Sache werden uns einfach viel zu viele Steine in den Weg gelegt und das kommt ja auf die Diskriminierungserfahrungen, die Transmenschen sowieso schon machen, noch obendrauf. Wenn es da weniger Hürden für uns gäbe, könnte das Leben retten. Die meisten Parteien im Bundestag sind übrigens auch der Meinung, dass das TSG veraltet ist und mal überarbeitet werden sollte und in den letzten Jahren gab es da auch ein paar Ansätze, aber so richtig passiert ist dann doch nie was. Seit 2018 gibt es zum Beispiel das neue Personenstandsgesetz und damit auch endlich die dritte Geschlechtsoption divers. Das war auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, allerdings bezieht sich das Gesetz nur auf Intergeschlechtliche und nicht auf Transpersonen. Ich hab's ausprobiert. 2019 gab es auch einen Reformentwurf des Bundesinnenministeriums und des Bundesjustizministeriums. Daran gab es allerdings auch sehr viel zu kritisieren und deswegen wurde es abgelehnt. Und dann gibt's noch einen Entwurf der Grünen, wonach das TSG durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzt werden soll. Ich habe hier leider keine Zeit mehr, noch weiter in die Tiefe zu gehen, aber wenn euch das Thema interessiert und ihr mehr erfahren wollt, guckt gerne auf meinem Twitter- oder Instagram-Account vorbei, da verlinke ich euch noch weitere Infos dazu. Und natürlich könnt ihr mir da auch Fragen oder so zu dem Thema stellen, falls ihr welche haben solltet. Ja, und ansonsten war's das von mir für heute. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß bei der TinCon im Netz und passt auf euch auf. Tschüss.